Seid gegrüßt, liebe Freunde! Ich heiße euch willkommen auf meinem Kanal Alisa Sweet Dreams. Heute werde ich euch zeigen, wie einfach man Pilze aus Fondant machen kann. Dazu braucht ihr zunächst einmal weißen Fondant und für den Hut roten Fondant, weiße Lebensmittelfarbe, einen Pinsel und einen Ausrollstab. Zuallererst werden die Hütchen gemacht. Dazu nehmt ihr etwas weißen Fondant und formt ihn dementsprechend. Das Gute an der Natur ist, dass nichts dem anderen gleicht. Also könnt ihr beruhigt loslegen mit dem Gewissen, dass jeder Pilz individuell aussehen wird. Wenn ihr die passenden Stiele gemacht habt, dann müssen diese mit einem Schaschlikspieß aufgespießt werden, damit die Pilze nachher, wenn ihr sie auf die Torte anbringt, nicht umfallen. Jetzt wird auch der Ring, auch Manschette genannt, ausgerollt und um den Stiel herum angebracht, damit der Pilz möglichst authentisch aussieht. Vorher wird der Stiel aber mit Zuckerkleber bepinselt. Nun werden mit Hilfe eines Messers die Lamellen eingeprägt. Jetzt, nachdem die Schaschlikspieße etwas verkürzt worden sind, werden die Pilze zusammengesetzt. Auch hier wird nochmal mit dem Zuckerkleber nachgeholfen, damit die Hütchen fest auf dem Stiel verharren. Und so sehen die Pilze vorerst aus. Ihr könnt die Hütchen nun rot anmalen oder wie ich euch diesen coolen Crackling-Effekt zunutze machen. Hierfür wird roter Fondant ausgerollt und mit weißer Lebensmittelfarbe eingestrichen. Die weiße Lebensmittelfarbe wird, wenn sie in Pulverform vorliegt, etwas in hochprozentigem Alkohol aufgelöst. Ich nehme zum Beispiel ganz normalen Wodka. Der Vorteil an Alkohol ist, dass er schnell verdampft, die Farbe schnell trocknet, ohne den Fondant aufzulösen. Wer keinen Alkohol mag, der kann natürlich Wasser nehmen, aber dabei müsst ihr aufpassen, dass der Fondant nicht aufgelöst wird, weil das Wasser ja nicht so schnell verdampft. Tragt am besten eine dünne Schicht auf und wiederholt gegebenenfalls diesen Schritt. Nachdem die Farbe getrocknet ist, wird die oberste Schicht des Fondants karamellisiert. Und wenn das ebenfalls getrocknet ist, wird das Stück Fondant ausgerollt und so erhält ihr euren coolen Crackling-Effekt. Jetzt werden aus dem roten Fondant zu den Hütchen passende Kreise ausgestochen oder auch ausgeschnitten, gegebenenfalls nochmal angepasst und auf die Hütchen geklebt.
Während des Klebens habe ich gemerkt, dass wenn ich den roten Fondant von den Hütchen abzupfe, die Pilze dadurch noch authentischer wirken. Daher habe ich das auch bei allen Pilzen so beibehalten. Zum Schluss habe ich die Pilze für einen schönen Glanz mit einer Mischung aus hochprozentigem Alkohol und Honig eingepinselt. Das Verhältnis ist 1:1. Anschließend werden die Hütchen mit dünnen Fondantflocken verschönert. Und so sehen die fertigen Pilze am Ende aus. Das war's dann auch schon. Ich bedanke mich bei euch und hoffe, dass euch das Video gefallen hat. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen!